Hallo liebe Leute, die heutige Tour führt uns auf die Scharnik. Gestartet wird beim Gasthof Bergheimat auf 1618 Meter, hinauf Richtung Gipfel zum Scharnik 2657 Meter, Abstieg über den Dachskofe 2373 Meter und zurück zum Ausgangspunkt. Es sind ca. 10 Kilometer und 1100 Höhenmeter zu absolvieren. Und nun viel Spaß bei der Tour. Guten Morgen! Hallo, also heute geht's auf Scharnik. Geparkt wird am Ende von Leppen. Da gibt's das Alpengasthaus Bergheimat. Ja, ist so circa auf 1700 Höhenmeter. Und direkt daneben, ist alles super umgeschrieben, geht es Richtung Scharnik. Scharnik ist dort mit 3 Stunden umgeschrieben, sind gut 1000 Höhenmeter. Aha, Leppner Alm, 1618 Meter. Also es ist knapp über 1000 Höhenmeter. Wir werden dann noch so einen zweiten Gipfel mitmachen. Also werden wir wahrscheinlich auf 1200 circa kommen. Ja, und nun lasst den Tag beginnen. Wetter traumhaft. Los geht's. Und da gibt es natürlich auch Weidevieh, wie meistens beim Wandern. Immer schön Rücksicht nehmen. Und da geht es direkt ein bisschen steiler los. Aber passt eh, ich glaube, bis er auf Betriebstemperatur kommt. Und da haltet man sich noch bei der Weggabelung. Mokka-Spitze, Leppner, Osnerhütte und Seidernitzsee im rechts halten. Es ist halt da der Scharnik nicht angeschrieben worden. Aber einfach rechts haltend, gibt später sicher wieder eine Tafel. Und da haben sie ein neues Holzhaus gebaut. Fesch, fesch. Jetzt wieder links haltend. Ich glaube, ob jetzt ist der Weg selbsterklärend. Scharnik. Da gibt es halt direkt beim Weg Holunder. Also wer einen Holundersaft haben will, kann da glaube ich ein bisschen brocken. Ob das jetzt erlaubt ist oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber der wächst auf jeden Fall da. Ja, und der Weg, der ist jetzt da wirklich angenehm zum Gehen. Also, so ein Waldsteigerle. Richtig schön. Und ich glaube, bald wird die Sonne also kommen. Dann wird es heute wieder richtig heiß. Jetzt so Ende Juni, sind wir jetzt 25. ist, glaube ich. Ja? Momentan haben wir ganz schöne Hitzewelle da. So, wenn es unten bei uns im Tal in Villach 35 Grad hat, da freut man sich richtig auf den Berg, dass es da richtig ein bisschen der Abkühlung gibt. Schön. Ja, da sind doch einige Kühe. Sollte man beachten, wenn man Hunde mit hat, dass man die an der Leine führt, dass da kein der da rauskommt. Aber so sind sie alle brav. Fressen da, da oben sind einige. Der Weg ist da jetzt wirklich immer stetig steil, aber nicht zu sehr. Richtig schön warm wird man da. Direkt. Super angeschrieben. Und jetzt hat man einen ersten kleinen Ausblick. Und der ist ja wohl einmal schon Weltklasse, oder? Schöne Gebirgsketten auf der anderen Seite drin. Traumhaft. Deine Kamera lachen. Live auf YouTube. Die Ilse. Zungen raus. Ja. So, und was sehen wir da zum ersten Mal? Unser Tagesziel. Da oben ist er schon. Jetzt sind wir bei dieser Ochsnerhütte. Haben wir gerade einen Viehtrieb ein bisschen beobachten können. Wie die Bauern die Kühe da auf die Alm aufjagen. Aber laut Bauerin sind die in der Früh nicht so gut drauf. Na gut, da geht es jetzt weiter. Das ist jetzt auch zum ersten Mal, dass wir nicht nur Gras haben zum Gehen, sondern ein bisschen schottrig wird. So, und wer nicht so hoch wandern will, hat da auf dieser Alm das erste kleine Gipfelkreuz. Also wenn eine Familie sagt, ein paar Meter da rauf, bei 3/4 Stunde, hat man dann auch einen kleinen Gipfelerfolg. Und der, was einen Schaden gemacht, geht einfach weiter. Weißt du, was da ist, Schatzi? Der Karnische Blick sitzt immer hin.
heißt, da drüben sieht man jetzt direkt auf die Karnischen Alpen. Richtig lieb gemacht. Da ist eine kleine Seele auch noch. Also Seele. Boden würde ich da jetzt nicht bei den ganzen Kaulquappen. Aber es ist der Leppner Knappensee. Aber so eine kleine Erfrischung, wenn es so heiß ist, ist sicher nicht so schlecht. Ah, da sind die Berge auch super beschrieben, was mich interessiert. Da ist die Jaukenhöhe zum Beispiel, wo wir letztes Jahr schon oben waren. Da habe ich aber kein Video gemacht gehabt. Ah, da sieht man ja schön die ganze Gebirgskette nummer. Ja, und der Weg geht da dann weiter aufwärts. So, und wie findest du bis jetzt den Weg? Der Weg ist immer leicht steigen, aber nie extrem. Also wirklich angenehm zum Gehen. Auch jetzt mit den Stadeln, keine Schwierigkeit. Wirklich ein sehr schöner Weg. Ja, und da sieht man echt richtig schön auf den Rücken noch irgendwo wird es aufgehen. Und in der Mitte, das wird dann sein. Da sieht man schon das Gipfelkreuz. Und das Schöne ist auch, man sieht eigentlich den Berg von unten weg. Also man hat ihn die ganze Zeit im Blick und sieht sein Tagesziel für sich. Ja, das ist echt cool, weil oft sieht man den halben Tag den Berg nicht, wo man hin will. Genau. Und das ist richtig Motivation, wie man dann merkt, dass der Berg immer näher und näher kommt. Das ist echt bis jetzt eine tolle Partie da. Also ich freue mich schon auf die Aussicht oben. Oh ja. Und da immer schön beim Zaun entlang. Dann geht der Weg direkt weiter. Das ist wieder eine Markierung. Ist ab und zu ein bisschen mehr markiert, ab und zu weniger, aber es ist echt leicht zu finden. Ich glaube, da sieht man hinten schon diese Torwand, die was wir wahrscheinlich nicht mitmachen werden. Und da ist auch der Dachskofel, gell? Ich glaube, ja, da ist der Dachskofel noch, den was wir mitmachen. Und auf der anderen Seite steigen wir dann ab auf diese Alm und unten queren wir noch und wieder zurück. Schöne Rundwanderung. So, und über diesen Rücken sind wir gerade auf, beziehungsweise gehen wir jetzt auf. Und jetzt ist das Almwiesengehen vorbei und jetzt fängt es etwas alpiner an zu werden, sprich etwas mehr Steine. Fangen an leichte ausgesetzte Stellen jetzt nicht, aber natürlich kein Almweg mehr, sondern ein bisschen mehr Konzentration muss jetzt anfangen. Und es ist immer so interessant, wie man oft denkt, ja, wo geht da ein Weg auf? Muss man sich da selber ansuchen. Wenn man da aufschaut, darf ich jetzt nicht sagen, da oder da geht der Weg, aber irgendwo dazwischen auf, da, geht der Weg halt auf. Weiter geht's. So, bei so großen Steinen sollte man immer aufpassen, so wie heute, wenn es trocken ist, überhaupt kein Problem. Wenn es dann frisch geregnet hätte, sind die immer relativ rutschig. Also vielleicht, wenn es am Vortag viel geregnet hat, oder vielleicht ein bisschen Obacht zu walten, aber so wie heute geht's gleich super. Markierung, Markierung, Markierung. Markierungstechnisch wieder perfekt. Wie immer. Ist ganz selten, dass ich einmal sage, das ist nicht gut markiert. Wir Kärntner sowieso nicht. Das ist bis jetzt jeder Berg, wo ich war, gut markiert. Nur was für ein Berg war einmal voll schlecht markiert? Ja, könnt ihr euch anschauen? Könnt ihr euch auch anschauen? Wir waren letztes Jahr und da beim Glockturm schlechte Markierungen. Also, Tiroler, habt ihr ein bisschen Mist gebaut. Aber halb so schlimm, wir mögen euch trotzdem. Ja, ein paar kleine Stellen, wo man halt ein bisschen mehr schauen muss jetzt wieder. Aber trotzdem nichts Dramatisches. Da in der Mitte weiter. So, da ist jetzt ein bisschen unterm Gipfel. Kleine seilversicherte Stelle. Da unten ist eigentlich mehr Gegelände. Wenn man da oben schaut, ja, geht schon ordentlich runter. Und vor allem bei dem Stickerl ist schon wichtig, dass er Seil ist, weil ja, wenn sich da einer nicht so da einer schwerer tut, ist halt da ein bisschen blöd. Und es ist zwar kein direktes Absturzgelände, aber ja, jetzt auf jeden Fall Seil, um das alles ein bisschen zu entschärfen. Bergheil. Ja, ganz oben sind wir noch. Aber jetzt sind wir schon auf einer guten Höhe.
eine letzte Wolke, da nervt ein bisschen. In die Wicke ist da die Sonne rausgekommen. Aber da sieht man jetzt, wenn wir auf sein, da ist jetzt auch schon Sonne. Also in wenigen Minuten werden wir in die Sonne eintauchen. So, und da wieder ein kleines Seilchen. Jetzt weiter. Da muss man jetzt aufpassen, dass man ja dem Pfeil folgt, da links auf, weil da schaut das sehr verlockend wie ein Weg aus. Und da weiß wieder keiner, wo es da weitergeht. Deswegen immer die Markierungen folgen, dass man auf der sicheren Seite. Und so schnell kann es gehen am Berg. Gerade noch eine super Aussicht gehabt. Jetzt zeigt die Nebelschwarten einer. Silent Hill is coming, oder? Weil er ist echt schnell unterwegs, der zeigt da. Der hat da komplett durchgeblasen. Aber oben werden wir wieder Sonne haben. Behaupte ich. Das ist jetzt eine geniale Stimmung. Kurz unterm Kreuz kommt jetzt endlich die Sonne zum Vorschein. So, jetzt wird der Gott da durchschauen und sagen: Jungs, super. Und Mädels, ihr seid am Gipfel. Ja, und Mädels. Und Mädels, ja. Jetzt kommt es langsam durch. So, Bergheil. Bergheil. Also, das Gipfelkreuz kann ich noch besorgen. Ist kein kleines. Nein. Das ist ein richtiger großes Gipfelkreuz. Stell dir mal dazu, dass wir den Unterschied sehen. Also, ein 1,68 Quinzling, wie die Nada ist, im Vergleich zum Kreuz, oh, schon recht ordentlich. Ich bin 1,66. Ich bin schon. 1,66, ja, es ist, weil du so schlimm bist. ja, Sicht ist jetzt leider gerade nicht die beste. Da hinten rüber. Aber von der Seite, wo wir aufgekommen sind, kann ich einmal sagen, da sieht man die schöne Almwiese und alles. Und da war der Rücken hinten auf. Also da ist schon einmal die Aussicht der Richtung Lienz an Dolomiten und Lienz generell hinten oben. Ist recht gut. Der Blick da Richtung Villach, Spital oben. Ja, keine Weitsicht. Aber da auf der Seite nicht. Da ist gerade so ein Frühnebel, weil das ist erst 8:30. Sieht man leider nicht so gut. Und auf der Seite, da wo wir letzte Woche waren, da sieht man ein bisschen. Aber da sieht man jetzt auch nicht, wo der Sandig ist oder Moha und das Ganze. Aber es muss irgendwo da hinter die Wolkenland sein. Ja, Aufstieg 2,5 Stunden, 1000 und ein paar zerquetschte Höhenmeter. Ja, jetzt wollen wir was essen und dann geht's weiter. Wenn wir da hinten irgendwo da geht der Weg um. Auf den Dachskofe weiter vom Stieg. Ja, und ich glaube, die Sonne wird gleich wieder rauskommen. Durch einen Schwenker die schöne Natur trotzdem genießen. Ach, traumhaft dieser Wolke. Hier. Und auf der Seite nicht schön. So, und vom Gipfelkreis gehen wir jetzt diese Rundwanderung über dieses Gurskentdörl. 30 Minuten angeschrieben, ist direkt da am Grat entlang. Da vorne sieht man die Markierung. Ja, da geht es jetzt weiter. Bergab, das war mir am liebsten. Einen ganz leichten Schneekontakt haben wir da jetzt doch heute noch. Ohne geht's halt nicht, aber man sieht da die Markierungen, dass wir da ein bisschen im Schnee queren. Ja, wenn man da holt, ist eigentlich nicht so schlecht, wenn der Schnee langsam absteigt. In 2-3 Tagen oder ja, spätestens in einer Woche ist es ewig und da sieht man schön markiert. Jetzt weiter. Der Weg ist da eh schön, selbsterklärend, man so richtig da in der Mitte. Jetzt steht der kleine Weg dann irgendwie rollend locker.
Ja, aber es ist echt Weltklasse beschrieben. Alle paar Meter eine Markierung, da war es keine Schneebrett drüber. Da vorne ist aber schnell links. Da hat es auch noch ordentlich alten Schnee reingehauen. Aber da unten, wo der ganze Schnee ist, wird der Weg gehen. Wir werden einfach so links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und da unten geht der Weg noch weiter. So, und da sieht man jetzt noch kurz über die Kuppe. Da sind wir hergekommen, da links drüber gequert. Da, da, da. Und der Weg geht weiter. Das ist eigentlich recht cool, weil da oben ist halt diese Torwand-Taste, Torwand. Die kommen, ja, glaube nicht, dass man da, weil das war so nicht 7 plus. Das sind Überhänge. Ja, und da sieht man halt, die, dahinter ist die Torwand, also das ist nicht die Torwand. Und die kann man, glaube ich, weglos von da vorne gehen. Wer ambitionierter Freikletterer ist, die Hurwa-Burm, hatten natürlich da gerade auf, aber puh, das ist wahrscheinlich recht heftig. Oh, und da ist jetzt echt ein richtig schöner Weg zum Gehen, zum Dachskofell. So, da sieht man jetzt schön den Scharnik, wo wir abgestiegen sind, auf den Grat komplett her. Dort bei der Mulden dazwischen kurz das kleine Schneefeld gehabt und dann daher. So, und jetzt sind wir schon beim Dachskofell. Jetzt sind wir auf 2373 Meter. Da macht man halt ein paar extra Höhenmeter, wenn man noch ein bisschen absteigt, aber nichts Tragisches. Ja, da ist eigentlich auch recht lieb. Kann man so ein bisschen schauen, sind da die Berge beschrieben oder was? Ah, ganz hinten, ja. Ja, das sieht man nicht. Groß Glück da. Aha, ist auch ganz hinten. 2,6 ist der. Das ist die Jaukenhöhe. Ah, da waren wir schon. Ja. Da hinten nochmal. Und halt der Scharnik. Schauen wir, ob man da durchsieht. Okay, es geht, da kann man nicht. Ja. Und jetzt geht es weiter beim Bergab, beim Abstieg. Über diese Alm noch mehr oder weniger. Schräg um. Und wieder einer dieser Naturjuwele bei uns in Kärnten. Das ist ein kleiner Lamnitzsee. Ah, oh, schön. Hinten ein schroffes Gelände. Die Berge dann rum. Ja, nicht schlecht. Ein paar Schafe allein. Da mal Kur. Ja. Naja, da geht's weiter. Und so kann es einfach beim Wandern oft sein, wenn du da denkst, so ein schönes Wetter da drüben. Und jetzt schaut man auf, wo wir gerade herkommen. So ein gewaltiges Wetter, so arg. Also es wird nicht regnen, aber dieser ganze Schmodder da oben schaut echt aus wie so ein Vulkan. Naja, wir gehen mal da weiter. Da schaut es sehr freundlich aus. Ja. Also heute ist echt unglaublich. Seht ihr da drüben, Jaukenalm und so weiter, so schönes Wetter. Und bei uns läuft die Sonne einfach komplett weg. Wir haben noch keine Sekunden in der Sonne heute gehabt, obwohl das Wetter nicht schlecht war. Also du gehst dann nicht aufgegessen? Ich hab eh alles aufgegessen. Was geht das an? Du hast sogar zwei Portionen gehabt. Ja, war auch hungrig. Ja. Naja, vielleicht sehen wir noch ganz kurz die Sonne. So, und da sind wir jetzt auf dem Weg zur Leppneralm zurück. Das ist jetzt richtig idyllisch, also traumhaft. Sie freuen sich schon wieder, One-Shoulder-Bräunen. Ja, und ich ergötze mich an der Natur. Und die Naturgewalt, nein, es ist gar keine Naturgewalt, da haben sie alles abgeschnitten. Und sind Bäume und so. Das sieht aber trotzdem recht heftig aus. Das hätte da irgendein Riese rumgewütet. Und sind Bäume und alles. Krass. Sind wir gleich beim Auto leer. Was sagst du zur heutigen Tour? Also die heutige Tour kann ich echt nur weiterempfehlen. Es waren
wunderschöne Wege, unterschiedliche Wege zum Gehen. Und so wie wir heute, sind um 5:45 in der Früh losgegangen. Im Sommer kann man das durchaus machen, weil eh schon hell ist. Und mir gefällt das einfach früh weggehen, weil man einfach den ganzen Tag Zeit hat. Man kann sich die Natur in Ruhe anschauen, man hat halt keinen Stress. Weil wichtig ist halt auch, dass man bis 12, maximal 12:30 vom Gipfel wieder absteigt, weil da halt die Gefahr im Sommer hoch ist wegen Unwetter und Gewitter am Berg. Und das ist da nicht so angenehm. Also früher losgehen in der Früh lohnt sich. Ja, und zur Schwierigkeit von der Tour kann ich sagen, so um die 10 Kilometer. Höhenmeter 1000-1100 was. Es waren ein, zwei kniffligere Stellen, ist nichts Schwieriges. Vor allem, weil er sehr gespannt ist unterm Scharnig und beim Absteigen Richtung Dachskurve. Hast du eine Dachskurve? Dachskurve, ja. Da muss man halt aufpassen, jetzt wenn noch ein kleiner Restschnee war, dass man noch vorsichtig ist, ein Grödel oder irgendwas mit hat. Aber sozusagen eigentlich kein Problem. Und so dieser letzte Schluss vorm Auto ist echt wunderschön, so richtig. Ein Naturerlebnis wirklich, also für Leute von der Stadt ist das gewaltig einfach da. Na gut, nachher auf den Scharnig und wir sehen uns beim nächsten Mal.